merken Sie ja an, dass ich ein gebürtiger Stuttgarter bin. Und die Frage war heute Morgen, wie ist das denn mit der Begrifflichkeit der Nachhaltigkeit? Und dann habe ich gesagt, also ich weiß nicht, wir haben das eigentlich, wir haben gar nicht gewusst, dass wir nachhaltig arbeiten über viele, viele Jahre. Aber wir haben es halt einfach gemacht. Warum? Weil wenn Sie einem Schwaben sagen, du kannst die Umwelt schonen, du kannst Ressourcen schonen und dabei Geld sparen, da brauchen Sie kein einziges Wort mehr dazu reden. Das ist genetisch in uns angelegt. Wir sind sozusagen nachhaltig konditioniert. Das wird ein weiterer Ansporn sein auf dem Weg in Richtung zum Fairport Stuttgart. Dass das eine sehr langwierige Aufgabe ist, glaube ich, ist aus der Laudatio zu erkennen gewesen. Sie haben hier auf der Karte hinter uns die 11 zentralen Themen, die wir derzeit im Rahmen unserer Nachhaltigkeitsstrategie bearbeiten. Wir finden immer wieder aber neue Anregungen, neue Dinge. Und was ganz spannend ist, wenn Sie in Ihren Häusern einen Dialog, also die Mitarbeiter einbeziehen und dort einen Dialog zustande bringen, da kommen unheimlich viele gute Anregungen aus der betrieblichen Praxis. Wir sind sehr froh darüber und sind zuversichtlich für die Zukunft. Und nochmal Ihnen allen sehr herzlichen Dank. Wir nehmen das als Ansporn. Danke. Erste Frage. Welches Volumen an Cargo und welche Flugbewegungen haben Sie täglich am Flughafen Stuttgart? Der Flughafen Stuttgart ist ein mittelgroßer Flughafen in der Bundesrepublik. Wir haben 10 Millionen Passagiere im Jahr, am Tag etwa 400 Flugbewegungen bis zu. Im Sommer ist es mehr, im Winter weniger. Wir haben eine ausgeprägte Saisonalität, etwa 20.000 Jahrestonnen in der Luftfracht. Die spielt aber in Stuttgart eine, sagen wir mal, nicht ganz so bedeutende Rolle. Wir sind ein Passagierflughafen. Welche Ziele haben Sie sich gesetzt in Sachen CO2-Reduzierung? Die CO2-Reduzierung ist etwas, das im Jahr 2009 für uns eine große Rolle gespielt hat. Und zwar, weil wir seit Jahren begonnen hatten, also schon 10 Jahre vorher, über ein Energiemanagement uns einen Überblick zu verschaffen, was sind unsere großen Energieverbraucher. Wenn Sie das gemessen haben, dann können Sie auch anfangen, Strategien zu entwickeln, wo kann man ansetzen, um den Verbrauch zu reduzieren. Das waren zum Teil Maßnahmen, dass wir den Energieverbrauch unserer Terminalanlagen dramatisch verbessert haben. 40% gegenüber der ursprünglichen Energieverbrauch wurde eingespart. 40% Einsparung ohne Komfortverlust. Wir haben dann aber auch, um das CO2-Ziel, nämlich 20% zu reduzieren bis 2020, die Energieversorgung komplett umgestellt. Von einem klassischen Heizwerk, das im Grunde mit einer Heißdampf-Fernheizung im gesamten Gelände die Energie verteilt hat, auf ein Blockheizkraftwerk, das Strom geführt ist, aber eben auch dann die Abwärme nutzt zum Heizen oder im Sommer zum Kühlen. Das Ganze mit einer Niedrigenergieverteilung, neue Leitungen gelegt über 26 Kilometer, unterirdisch in begehbaren Versorgungskanälen. Und das hat dazu geführt, dass wir unser Einsparziel Ende 2013 mit der Inbetriebnahme dieses neuen Blockheizkraftwerks und der ganzen Verteilungseinrichtungen erreicht haben, mit 23% Reduzierung schon 2013 und nicht erst 2020. Was waren aus Ihrer Sicht die wichtigsten Maßnahmen bei den Umsetzungen? Die wichtigsten Maßnahmen, natürlich vom Volumen her das Blockheizkraftwerk. Dann aber eine sehr langfristige Maßnahme. Und das muss man sich immer vor Augen halten, wenn man über Nachhaltigkeit redet. Nachhaltigkeit ist nicht etwas, was Ihnen einen kurzfristigen Erfolg sichert, sondern man muss sehr langfristig dran gehen. So haben wir beispielsweise in Stuttgart eine ganz, ganz große Mess-, Steuer- und Regeltechnikanlage installiert mit Millionen von Messpunkten, die uns heute in die Lage versetzt, tagesaktuelle Verbräuche, stundenaktuelle Verbräuche
in allen möglichen Medien darzustellen, zu messen, mit Sollwerten zu vergleichen und aus diesen Tagesgangkurven, Wochenkurven, Vergleich mit den Witterungswerten, die eigentlich eine Sollkurve dann vorgeben würden, nicht, daraus dann Strategien zu entwickeln. Also dieses Messsteuer- und Regelprogramm ist Kern der ganzen Sache. Was Sie nicht messen können, können Sie nicht steuern. Und das hat uns viele Jahre viel Geld gekostet im Vorlauf, denn es gab durchaus auch kritische Stimmen, selbst im Aufsichtsrat, wo man mal gemeint hat, wir seien im Grunde überinvestiert gegenüber anderen Flughäfen, die da weit geringeren und zum Teil gar keinen Aufwand betrieben haben. Also es ist das Messsteuer- und Regelwesen, es ist die Energieerzeugung, dort können Sie ganz, ganz viel tun. Und es ist natürlich die Sensibilisierung der Verbraucher. Können Sie aber auch nur machen, wenn Sie Reports schicken. Dafür müssen Sie gemessen haben und dem Verbraucher zeigen, Sie her, das sind deine Verbrauchsdaten. Und der Durchschnitt vergleichbarer Verbraucher, so wie du einer bist, die haben nur so und so viel weniger Verbrauch. Woran liegt es? Ändere dein Verhalten oder du musst deinen Gerätepark anpassen. Eine Fülle von Maßnahmen, also man kann das nicht so auf eine oder zwei reduzieren. Wie sind Sie mit den Ergebnissen zufrieden und wie messen Sie die kontinuierlich? Also der Schwabe ist grundsätzlich mit nichts zufrieden. Und deswegen ist es auch so, dass wir immer wieder nach Möglichkeiten suchen, wie wir noch ein Stück besser werden können. Klar ist aber eines, wenn Sie eine Aufgabe beginnen und Sie haben dann sozusagen schon ein großes Stück und Sie beginnen ja immer dort, wo Sie die größten Effekte erzielen, dann hat man im Grunde mit diesen Energieanlagen, mit den neuen Energieanlagen schon viel erreicht. Heute sind wir so weit zu sagen, entscheidend für uns ist, dass da wir ein Anlagenbetreiber sind, dass wenn wir neue Häuser bauen, wenn wir neue Anlagen bauen, dann müssen die auf dem absolut neuesten Standard sein. Und deswegen, unser neues Verwaltungsgebäude beispielsweise, wird nach DGNB Silber zertifiziert. Die ganze Airport City, da sind wir der erste Flughafen weltweit, der den Prozess angestoßen hat, ein ganzes Businessquartier an einem Flughafen von der DGNB zertifizieren zu lassen. Also nicht nur die einzelnen Gebäude und Häuser, sondern das gesamte Areal. Da kommen Sie auf einmal, werden Sie mit Aufgaben konfrontiert, die sind Ihnen vorher gar nicht alle klar gewesen. Deswegen ist es eine ganz spannende Sache auch. Aber dort liegen jetzt unsere nächsten Schritte.